Wir haben in diesem Jahr mit einer Reihe von Herstellern und auch anderen Firmen kooperiert, um diesen Standard HBBTV 2.0, der jetzt technisch fertiggestellt ist, sozusagen Richtung Marktreife zu bringen, in dem offenen Marktumfeld, das wir ja haben wollen, muss man versuchen, Kooperationen zu machen, muss man versuchen, an vielen Stellen letztlich die Fäden zusammenzubringen, damit es im Markt ein Erfolg wird. Das heißt, die Hersteller sind darauf angewiesen, dass es Dienste gibt, dass es Prototypen gibt, mit denen sie ihre Geräte testen können, damit alle das gute Gefühl haben, dann letztlich auch wieder die Inhalteanbieter, dass HBBTV 2.0 oder so ein neuer Standard generell gut funktioniert, dass man damit was tun kann, dass das in den Markt kommt, dass das alles nutzbar wird. Und das ist eine der wesentlichen Rollen auch des IoT. Das heißt, nicht nur an dem Standard mitschreiben, das haben wir sehr kräftig getan über die letzten 2 oder 3 Jahre bei diesem HBBTV 2.0 Standard, sondern wir sind auch immer sehr stark involviert, wenn es dann darum geht, die Dinge wirklich in den Markt zu bringen. Und hier haben wir eben in verschiedenen Kooperationen mit Herstellern, das waren konkret bis jetzt 3 Firmen, 3 Herstellerfirmen, mit denen wir Demos realisiert haben. Das war Samsung, das war LG und das ist die Firma HTTV, die eine Middleware für Geräte schreibt. Haben wir kooperiert und haben auf verschiedenen Veranstaltungen, haben auf der IFA, haben auf der IBC dieses Jahr, zuletzt auch auf den Münchner Medientagen eine Reihe von Demos, von Prototypen hergezeigt. Und ich habe Ihnen hier eine Liste geschrieben der Features, die wir im Rahmen solcher Prototyp-Kooperationen realisiert haben. Das eine sind diese Untertitel auf Basis von EBU TTD. Das ganze Thema Companion Screen, das heißt also, das ist jetzt ein kleiner Fehler, das heißt hier Second Screen, also das sind die Begleitgeräte, die Tablets, die Smartphones, wie man die integriert in Fernseherleben. Da haben wir 2 Demos auch dazu gemacht, die können sich dann beide hier auch anschauen. Wir haben auch zum Thema UHD und H265-Codierung Demos gemacht und letztlich auch zu den CSS3-Animationen. Das war also unser Portfolio sozusagen an Demos, an Erprobungen von frühen HBBTV 2.0 Implementierungen in diesem Jahr. Es gibt also noch kein einziges Gerät, mir zumindest nicht bekannt, das HBBTV 2.0 in voller Schönheit und Breite implementiert. Aber Sie haben gesehen, HBBTV 2.0 besteht ja aus einer ganzen Reihe von verschiedenen technischen Features, die auch alle voneinander unabhängig sind. Und wir haben eben Prototypen bekommen von den Herstellern, die dieses oder jenes Feature schon implementiert haben und die entsprechenden Showcases dazu gemacht. Die erste Demo, die ich Ihnen hier nicht direkt zeigen kann, auch aus Zeitgründen dann letztlich, nicht alles aufbauen wollten, die ich Ihnen jetzt hier nur so in Form von Screenshots zeige. Das ist eine Demo auf dem Samsung Display, dem Samsung HBBTV-Gerät. Und wir haben hier realisiert die Untertitel in EBU TTD-Format. Das ist, wie gesagt, ein neues Untertitelformat. Es gibt einen W3C-Standard, der TTML heißt. Und hier hat die EBU ein Profil spezifiziert, dass das gesamte Set, das dieser Standard theoretisch zur Verfügung stellt, etwas eindampft, um ein ja, leichter testbares, fokussierteres Profil zu haben, das eben zugeschnitten ist auf die Bedürfnisse der Rundfunkanstalten. Und dieses wiederum, dieser EBU-Standard ist aufgegriffen worden von HBBTV und wird dort in HBBTV 2.0 auch mandatiert. Das heißt, jedes HBBTV 2.0-Gerät muss dieses EBU-TTD-Format unterstützen. Und was wir gemacht haben, sind eben Demos realisiert, in der wir diese Untertitel in Dash-Videos einbinden und haben eben mit einem Hersteller das durchgezogen. Das hatte ich erwähnt, das ist Samsung und haben das gezeigt auf der IFA schon, haben das auch gezeigt auf der IBC und haben das wieder gezeigt auf den Münchner Medientagen, wo auch diese Fotos hier entstanden sind. Generell war auf den Münchner Medientagen, das ist hier ein Foto von unserem Stand, HBBTV 2.0, wie Sie es hier eigentlich gut sehen können, auch das Leitthema, eigentlich, was am größten hier dargestellt ist. So, jetzt
zeige ich Ihnen weitere Demos direkt. Und zwar fange ich an mit der Companion Screen Demo zu der ARD Mediathek. Muss ich jetzt hier den. Das ist eine Demo, die zusammen mit LG entstanden ist. Das ist also hier ein LG-Fernseher. Kommt jetzt. Genau. Wir sind hier bei dem Fernseher auf einem beliebigen Programm jetzt erstmal. Companion Screen, ich zeige Ihnen das Feature, wie ich von einem Tablet aus einen Dienst auf dem Fernseher starten und bedienen kann. Das ist ein reiner Push-Betrieb. Wir müssen hier nicht auf einem bestimmten Programm sein. Deshalb bin ich hier auf ein Programm gegangen, das mit der ARD jetzt erstmal wenig zu tun hat. Eben NTV, hier läuft jetzt also irgendwie Fernsehen. Ich bin auf meinem Tablet und habe hier die ARD Mediathek-App. Das ist hier ein Klon, das ist zusammen mit den Kollegen beim SWR, die ARD-Mediathek-App bauen, entstanden. Die haben für uns eine Version gebaut, die im Prinzip sich genau verhält wie die normale ARD-Mediathek, haben aber eine spezielle Library von uns eingebaut, die dann die Kommunikation mit dem HBBTV 2.0-Prototypen ermöglicht. Ich starte jetzt diese ARD-Mediathek-App. Hier kommt jetzt erst noch ein sozusagen Hinweis darauf, dass hier unser Prototyp integriert ist. Dann sehe ich an dem Symbol hier oben, ich zeige das hinterher jedem, der es ein bisschen genauer sehen will, gerne dann nochmal hier unten können gerne dann nochmal runterkommen und dann zeige ich Ihnen das genauer. Ich kriege jetzt hier so ein Symbol eingeblendet, dass hier Screens noch gefunden sind im Heimnetz und ich habe jetzt tatsächlich zwei Geräte, das andere brauche ich dann später noch und ich wähle mir jetzt dieses LG-Gerät aus, um mich zu verbinden. Das zeigt mir jetzt das Symbol, du bist jetzt mit einem Fernseher verbunden. Und jetzt kann ich mir hier irgendein Video aussuchen, kann das Video hier in der Mediathek-Applikation starten. Wir sehen, die Mediathek startet jetzt direkt auf dem Fernseher und es läuft dieses Video auch direkt los. Ich kann das pausieren und weiterspielen. Wir sehen, die Reaktion geht relativ schnell. Ich kann hier auch springen. Ich bin jetzt an eine andere Stelle im Video gesprungen. Ich kann das Video hier laufen lassen, kann mich umschauen, kann vielleicht ein anderes Video finden, das mich interessiert, lese dann meinetwegen, okay, das ist jetzt tatsächlich interessanter als das, was ich jetzt schaue, drücke hier Play und dann wird das laufende Video durch das nächste Video ersetzt. Das sind jetzt Szenarien, die man eigentlich schon seit längerer Zeit kennt. Man kann das mit Chromecast machen, man kann das natürlich mit verschiedenen Sticks machen. Das heißt, der Mehrwert dieser Sache ist nicht, dass wir plötzlich jetzt hier irgendwas können, was man vorher sozusagen objektiv nicht gekonnt hätte, sondern der Mehrwert dieser Angelegenheit ist, dass ich damit wirklich jeden Fernseher direkt erreichen kann, von jedem Tablet aus. Ich kann eben den Samsung-Fernseher nicht mehr nur mit dem Samsung, wie sagen, mit dem Samsung-Smartphone erreichen, sondern es ist ein offener Standard, ich brauche keinen Stick, ich brauche keine Box, ich brauche nicht einen speziellen Fernseher hier oder ein spezielles Tablet hier, sondern es ist ein offener Standard, jeder kann, so wie es die ARD-Kollegen jetzt mit unserer Hilfe getan haben, jeder kann in seine, in dem Fall eine Android-App, sich diese Library einbauen, kann den Fernseher entdecken und entsprechend direkt im Heimnetz adressieren. Und wenn man dann nicht mehr Mediathek schauen möchte und man beendet die Applikation, dann beendet sich sofort auch die Applikation auf dem Fernsehschirm und man kann direkt weiter fernsehen. Soweit die Demo zu der ARD Mediathek. Und ich komme jetzt zu einer zweiten Demo. Ich mache das hier nochmal wieder aus. Die zweite Demo kann ich Ihnen nicht auf dem LG-Gerät zeigen. Ich zeige Ihnen die, oh, das war jetzt eigentlich ein bisschen voreilig, ich mache das hier trotzdem nochmal an, schalte auf HDMI um. Es sind alles nur Prototypen, in denen mal das eine, mal das andere Feature vollständiger implementiert ist. Für die nächste Demo, die ich hier auch nochmal draufgeben kann, gehe ich auf diese Box. Auch die hat die Companion Screen Funktionalität implementiert. Ich gehe hier wieder auf mein
Tablet. Suche mir ein Gerät aus. Das ist diesmal das andere, HTTV-Box. Ich suche mir hier eine Applikation aus und starte die jetzt. Die Demo, die Sie jetzt sehen, hat technisch in erster Linie den Hintergrund, die Möglichkeiten von CSS 3 zu zeigen. Also Animationen, die so in dieser Weise mit HBBTV auf dem Fernseher nicht möglich waren. Gleichzeitig ist es, finde ich, eine sehr nette Sache, weil sie mal eine etwas andere Idee dahinter steckt oder auch eine etwas andere Zielgruppe erschließt. Nicht direkt wieder mal eine Mediathek oder eine interaktive Werbung, da hat es ja schon sehr viel gegeben und haben wir sehr viel gesehen in der Vergangenheit, sondern das ist eine Anwendung, die eine Zielgruppe, die bisher von HBBTV noch nicht so richtig adressiert worden ist, mal sozusagen ins Visier nimmt, nämlich die lieben Kleinen. Bilderbuchfernsehen mit HBBTV. Ich kann Ihnen zeigen, wir brauchen jetzt dann auch den Ton, wie das aussehen kann. Sie sehen jetzt also eine HBBTV-Applikation, ist kein Video. Ich werde Ihnen das starten und dann noch ein paar Sachen dazu erzählen. Ah, falsche Fernbedienung. Das war noch LG. Ton. Gibt es eigentlich einen Ton dazu? Das ist jetzt schief gegangen. Ich mache den über den Fernseher. Durchtauchen, jemanden bespritzen und stupsen oder ihm Wasser in Nase und Ohren planschen musste. Dann wieder tummelte sich Pummel am Ufer, kitzelte die Fische unter den Flossen, verscheuchte die Vögel und die Schmetterlinge, aber am liebsten sang er laut und fröhlich. Es schien, es könne nichts und niemand dem kleinen Nilpferd seine gute Laune verderben. Ich mache jetzt den Ton nochmal weg und zeige Ihnen, weil so nett es ist, ich denke, wir müssen es jetzt nicht bis zum Ende auch anhören. Sie hören den Ton, es ist also jetzt hier im Auto-Blätter-Modus, wir haben da verschiedene Modi auch implementiert, wie Kinder mit sowas interagieren können. Wir können die Texte einblenden, wir können die Texte auch wegblenden, wir können einen Sprecher erzählen lassen, wir können das so machen, dass die Kinder weiter blättern müssen. Wir können das so machen, dass automatisch, wie Sie das jetzt gesehen haben, vorgelesen und immer am Ende einer Seite wieder, haben Sie jetzt gerade nochmal gesehen, weitergeblättert wird. Ich halte es mal an und gehe praktisch wieder auf den Zu-Fuß-Bedienungsmodus. Sie sehen also hier dann die Animationen natürlich. Wir haben einen Modus eingebaut, bei dem wir zurückschalten können auf die Animated GIFs, die wir bisher für Animationen hatten. So sieht es also aus mit Animated GIFs, wenn wir versuchen, also Bewegung in so eine Form von Bilderbuchfernsehen reinzubringen. Und hier nochmal im Vergleich dazu die CSS3-Animationen, die auch noch nicht wirklich perfekt laufen, aber sind ja noch Prototypen. Wir können hier zum Beispiel zwischen Seiten überhaupt nicht wirklich keine Animation laufen lassen. Wir machen hier ein hartes Blenden, wenn wir jetzt in den HBBTV 1.5-Modus zurückgehen, ein hartes Umschalten zwischen den Seiten. Ich zeige Ihnen nochmal, wie das jetzt hier aussieht. Das sind eben genau Übergangseffekte, die man natürlich in jedem beliebigen Kontext nutzen kann. Uns freut, dass wir hier mal die Gelegenheit gehabt haben, auch einen etwas anderen Kontext für solche Applikationen auszuprobieren. Wir können generell auch die, und deshalb tun wir das ja auch, um die Performance für verschiedene Animationen ausprobieren, andere Varianten des Blätterns ausprobieren. Wenn Sie sehen, es wird jetzt also nach oben weggedreht. Das ist was wir getestet haben vor 2 Wochen mit verschiedenen Herstellern auf einem Workshop hier im IRT. Das ist im Moment unser Benchmark sozusagen, was diese Animationen betrifft. Wie leistungsfähig sind verschiedene Geräte? Und da sieht man natürlich dann schon Unterschiede im Berechnen dieser Animationen. Und wie können auch wir die Sache hier
optimieren. Das heißt, wie können wir auf der Applikationsseite das unsere dazu tun? Wie können wir lernen letztlich Best Practice auf der Applikationsseite, wie solche Dienste effizient implementiert werden können? Also, was soll ich drücken? 1, 2 oder 3? Traut sich keiner. Hier der junge Freund hier, der ist aber beschäftigt, denke ich, mit seinem... Dann probieren wir es doch einfach mal. 5 erwachsene Männer reichen nicht. Die ganze Fußballmannschaft schon besser, aber reicht nicht. Letztlich wiegt ein Nilpferd tatsächlich so viel wie 2 ganze Auto. Ganze Menge ist es. Denke ich, eine nette Sache. Würde mich freuen, wenn hier auch die jüngere Zielgruppe sozusagen wieder Spaß oder mehr Spaß am Fernseher, mit dem Fernseher und mit solchen Inhalten hat. Das waren jetzt die 2 Demos, die ich Ihnen so sozusagen im Großen zeigen kann. Ich habe eine weitere Demo, in der dann UHD-Videos laufen, die auch wieder mit dem Companion Screen funktioniert, zumindest zur Steuerung. Letztlich laufen da UHD-Videos drin, aber das müssten Sie sich dann vor Ort anschauen. Wir können UHD nicht auf den Beamer bringen und es macht auch aus der Entfernung wenig Sinn. Also da bitte ich diejenigen, die sich speziell dafür interessieren, dann hernach nochmal auf mich zuzukommen. Jetzt bitte den... genau, danke. Das Potenzial für HBBTV. Erstmal, ich habe jetzt noch, das ist die vorletzte Folie. Wenn man sich anschaut, das sind Zahlen, die jetzt am Wochenende publiziert worden sind. Thomas, danke, der hat mir die geschickt, ich habe das noch eingebaut. Diese ganzen Dinger, die wir uns vorhin angesehen haben, diese Sticks, HDMI-Geräte, ich weiß nicht, was bei Apple TV dabei ist oder Amazon Fire TV, ob das jetzt wirklich nur die Apple, weiß ich nicht, ob die überhaupt einen Stick haben. Amazon hat ja beides. Die verkaufen hier weltweit im dritten Quartal 9,2 Millionen Einheiten. Das ist eine ganze Menge. Man sieht, wie sich das aufteilt auf die verschiedenen Player, also auf die verschiedenen Anbieter. Aber auf der anderen Seite ist es halt wirklich der weltweite Absatz. Und ich habe diesem weltweiten mit 9,2 Millionen Geräte, die jetzt hier verkauft worden sind, mal gegenübergestellt, wie denn eigentlich der Markt für Fernseher, für Smart-TVs generell und für HBBTV auch konkret ausschaut. Und wir stellen fest, dass wir hier wohlgemerkt im deutschen Markt im Moment eine große Zahl von, das sind die Zahlen der GfK, von 16,5 Millionen HBBTV-Geräten haben. HBBTV ist heute wirklich Standard in jedem Smart-TV. Smart-TVs, das haben wir gesehen, ist der Zweig, der auch sehr stark wächst, eigentlich alle anderen Gerätetypen überragt. Insofern sieht man, dass HBBTV grundsätzlich das Potenzial hat, in diesem Umfeld eine sehr große Rolle zu spielen, allein schon mal über die Stückzahlen, die in den Markt kommen. Dieses HBBTV 2.0 bietet nun auch im Zusammenspiel natürlich mit den W3C-Standards, die auf den Tablets, auf den Smartphones implementiert sind, zusätzlich zu den, sag ich mal, eher proprietären Systemen, bietet wirklich eigentlich enorme Möglichkeiten. Wenn man sich das anschaut, dann deckt HBBTV eigentlich alles ab, was wir in dieser Infrastruktur überhaupt uns vorstellen und wünschen können. Ich habe hier die Sticks und die Boxen mal nicht gezeichnet, weil die im Grunde, kann man sich natürlich anschließen, im Grunde aber entbehrlich werden. Wir können, um mal bei dem jetzt vielleicht noch am abseitigsten klingenden Use Case anzufangen, wir können auch mit HBBTV auf unseren Heimserver hier, auf das Heimnetz zugreifen und können uns über eine HBBTV-Applikation, wenn wir wollen, ohne dass wir irgendwelche anderen Standards oder Systeme brauchen, hier die Videos, die wir selber gedreht haben, auf den Fernseher zu bringen. Das macht HBBTV. Wir können die anderen Geräte, Sie haben das gesehen, integrieren. Wir können also alles, was wir auf Smartphones, Tablets machen wollen, an Interaktion mit dem Fernseher abbilden. Wir können die Geräte verbinden, wir können miteinander kommunizieren, wir können Videos starten
und es geht auch in die umgekehrte Richtung. Wir können UHD, wir können Livestreaming abbilden. Die ARD und ZDF hatten das in der Vergangenheit schon so in den Olympiaden immer gemacht. Ich denke, das werden wir auch nächstes Jahr wieder zu der Olympiade in Rio sehen. UHD, wie gesagt, läuft auch, kann ich Ihnen zeigen. Und wir können das alles realisieren im Markt ohne die Notwendigkeit irgendwelcher Gatekeeper. Das heißt, wir können das alles tun, wir können alle Funktionen, alles, was wir uns eigentlich so vorstellen können, mit Fernsehen, Red Button oder auch unabhängig von Fernsehen, unabhängig von Red Button. Die Demos, die ich Ihnen jetzt hier gezeigt habe, die werden alle angestoßen vom Tablet, vom Smartphone aus. Das heißt, wir sind auch nicht angewiesen auf irgendwelche Hersteller, Gerätehersteller oder irgendwelche Gatekeeper und Plattformbetreiber, uns Applikationen auf dem Fernsehgerät zu starten. Wenn es heute noch gang und gäbe ist, dass eine ARD-Mediathek-App oder also irgendwas, was nicht, das ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber eine App, die Sie hier sehen, die ARD-Mediathek, wenn die heute hier auf dem Fernseher sein soll, dann braucht die ARD einen Vertrag mit dem Hersteller. Und Sie haben gesehen, wie wir unter Zuhilfenahme des Tablets die ARD-Mediathek direkt auf dem Fernseher starten können, ohne dass wir mit dem Hersteller einen Vertrag brauchen, ohne dass wir für jeden Hersteller die Applikation wieder eigens anpassen müssen. Das heißt, im Grunde haben wir hier ein Riesenpotenzial vorliegen, eine Riesenmöglichkeit, eine Riesenchance, hier rund um das smarte Fernsehen herum all die Funktionalitäten, die der Zuschauer heute mit Recht erwartet, so zu realisieren. Das heißt, wir sehen aus dem Erfolg, den HBBTV im Markt hat, mit den Millionen von Implementierungen oder Millionen von Stückzahlen, die im Markt sind, dass die Geräteindustrie sehr wohl auf das Thema Standards reagiert, dass die Geräteindustrie sehr wohl auf das reagiert, was die Rundfunkveranstalter auch treiben, was sie für Ideen haben, wie sie so einen Standard mit Leben erfüllen, denn wenn keine Dienste kommen, dann macht es auch für die Gerätehersteller sehr schnell sehr wenig Spaß, da irgendwelche Energien und Zeiten reinzustecken. Das heißt, diese Möglichkeiten, die wir sehen, die uns HBBTV jetzt in dem ersten Schritt der Marktentwicklung aufgemacht hat, bedeuten für uns generell als Branche auch eine große Verantwortung. Das heißt, wir können uns zurücklehnen und so sagen, wir schauen mal einfach, was Google als nächstes macht und dann machen wir das einfach ganz schnell auch. Das kann man machen, das ist sozusagen die bequeme Variante, die erstmal nicht berücksichtigt die Möglichkeiten, die wir auch haben und die Verantwortung, die daraus entsteht. Und auf der anderen Seite haben wir eben die Möglichkeiten und ich denke, man sollte sich dessen wirklich bewusst werden, was uns dieser Standard eigentlich bieten kann. Wir sollten uns überlegen, letztlich welches Szenario im Markt wir für smartes Fernsehen vorfinden wollen und dann auch entsprechend unsere Aktivitäten daran ausrichten. Das war's. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.